Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Brief Edge. Wir sind immer noch auf der Suche nach dem Steuerrad. Wir haben uns letztens hier gerettet im Militärmodul und ja, ich hoffe, dass wir in der Folge erfolgreich sein werden. Also wie gesagt, für die Leute, die hier zwischendurch was schreiben möchten oder so, wie gesagt, ich bin in einen Aufnahmerutsch gerade. Das heißt, ich glaube, es wird jetzt aktuell gerade nichts bringen, unter dieser Folge irgendwas drunter zu schreiben. Das werde ich eher erst später lesen. Also nicht wundern. So, jetzt muss ich mal eben kurz gucken. Wir wollten hier unten irgendwo... Ja, ja. Wir wollten hier unten irgendwo hin. Da habe ich was Weißes gesehen. Ja, wie so eine Raumbasis. Oder so ein Stück eines... Ja, einer... Hier, genau, da. Ich weiß nicht, ob wir da schon waren oder noch nicht. Oder SOS da, keine Ahnung. Waren wir da schon? Lul. Gucken wir erstmal hier. Kann er nicht verkehrt sein. Da können wir durchfliegen. Ist nichts Interessantes. Hier oben sieht aus wie so ein Raummodul. Rohrleitungssystem. Okay. Wie viel haben wir denn noch im Scanner? Oh Gott. Verbesserte Kommunikation. Neue Blaupause. Oha. Wir haben nur noch... Oh Mann, wir hätten noch mal wir haben noch einen Scanner, einen zweiten, der noch Haltbarkeit hat. Da hat der Flexi in der Vergangenheit aber gut vorgearbeitet. So, wo war das jetzt mit dem SOS hier unten? Vielleicht finden wir ja doch das, das Rad. Waren wir hier schon? Das kommt mir so neu vor. Oh mein Gott, die Musik. Ach ja, doch. Das war der junge Mann mit der Gitarre, falls ihr euch entsinnen könnt. Stimmt. Und ja, es sieht aus wie, keine Ahnung, Michael Jackson oder weiß ich nicht. Okay. So, jetzt die Frage aller Fragen. Wohin? Wo waren wir noch nicht? Wo müssen wir noch hin? Und... Die Waffen dürfen eigentlich nicht mehr schießen, oder? Eigentlich. Eigentlich habe ich es abgeschaltet. So, hier kriegen wir wieder Sauerstoff. Würde ich gleich mal in Anspruch nehmen. Verdammt, jetzt sind wir schon zwei Folgen. Oder fast drei. Zwei oder drei Folgen. Was? Rosa Unterhose. Häschen liebt Mami. Schön. Eine rosa Unterhose mit einem Hasenschwanz. Nicht das Gangster-Outfit. Besonders für Männer. Also würde ich dieses nicht tragen. Schön. What? Verbesserter handlicher Schaber. Ja, können wir mal scannen, komm. His mistake was that he didn't know the principles of electrical conductivity. However, it's a good idea to force a melted metal on the handy scrapper. Weltraumauto. Eine Postkarte mit einem Foto des ersten Raumfahrzeugs, das ins All gestartet ist. Das Foto wurde vor nicht allzu langer Zeit von dem berühmten Reisenden L-Max aufgenommen. Bis zu diesem Zeitpunkt glaubte man, dass dieses Auto von der Schwerkraft eines Planeten angezogen und zerstört wurde. Na dann. Oh, wir könnten mal was essen, sehe ich gerade. Und auch was trinken. Und wir haben das Steuerrad. Ja, Mann. Wir haben die neue Blaupause. Ich feiere und ich habe noch gerade gesagt, wir sind jetzt schon seit zwei Folgen unterwegs und nach der Suche nach dem Steuerrad. Und jetzt haben wir es gefunden. Ja, geil. Wir können sogar hier benutzen und ach, wie toll. Da können wir aber schon mal gucken, was wir brauchen dafür. Was mit der Musik? Ist sie schon wieder zu Ende? Die Musik ist schon wieder zu Ende. Was ist denn da los? Ja, komm, dann gehen wir mal hier hin. Werkzeuge. Wo ist denn der verbesserte handliche Schaber? Ah, guck mal, der hält nur 99. Wir haben den unendlichen. Den brauchen wir gar nicht mehr. Ja, der ist auch natürlich auch teuer gewesen, ne? Aber der hält dafür unendlich. Okay, Gegenstände. Induktor, Titan, viermal Harz und zweimal Elektronik. Das haben wir alles zu Hause. Geil. Das heißt, wir können die Aufgabe lösen. Die Normandie reparieren. Ah, ich bin so stolz auf uns. Ich bin so stolz.
Warte mal. Warte. Warte. Kameraden! Geht das jetzt? Moment, warte. Kameraden! Ihr wisst, ohne euch wäre das niemals möglich gewesen. Denn jetzt ist es endlich soweit. Wir erreichen die Normandie und haben das Steuerrad. Dank eurer Hilfe, auch in den Kommentaren auf YouTube, bin ich niemals alleine hier in der Aufnahme. Und darum bleibt mir nichts anderes zu sagen als Danke. Danke fürs Dabeisein. Und danke für immer wieder Zuschauen. Das musste ich mal gesagt, das musste ich mal loswerden. So, ich tanke nochmal eben Sauerstoff. Und, ja. Ja, meine Freunde. Das musste ich mal loswerden. So. Denn ihr, ohne euch wird es das hier nicht geben. Ist auch so. Es ist einfach so. Das ist auch ehrlich, auch wenn das jetzt ein bisschen, natürlich ein bisschen sehr übertrieben war. Bisschen on point. Aber, es ist so. Ich hatte euch damals ja auch mal gefragt gehabt, wie ich mit dem Stream angefangen habe, ob ich YouTube auch machen soll. Dann habe ich das gemacht. Und dann hatte ich aber auch irgendwie auch wieder, ja, erstens die Zeit nicht dafür und zweitens, ist mir dann die Lust so ein bisschen vergangen wieder. Und, ja, jetzt habe ich wieder angefangen, weil meine bessere Hälfte dort zu mir so sagte, hey, mach doch wieder YouTube und so, wenn du Lust darauf hast und Spaß hast. Ja, warum nicht? Mache ich das doch gleich mal. Und, ja. Danke fürs Zusehen. Danke, vielen lieben Dank fürs immer wieder Einschalten, auch auf Twitch. Vielen lieben Dank hier auf YouTube für die Kommentare schreiben, fürs Einschalten, fürs Gucken. Freut mich natürlich immer wieder zu lesen, zu hören, ob es euch gefällt oder nicht. Klar, ich meine, du kannst nicht jedem es recht machen. Was dem einen gefällt, muss dem anderen noch lange nicht gefallen. Das ist nun mal so, das ist die Regel. Denn was mir gefällt, muss dir, der gerade hier zuguckt, noch lange nicht gefallen. Das ist einfach so. Und deswegen sind wir Menschen natürlich auch grundverschieden. Das ist auch gut so, denn was wäre das für eine langweilige Welt, wenn wir alle das Gleiche mögen. Alle den gleichen Film, alle das gleiche Essen, alle das gleiche Trinken. Deswegen. Und klar, man kann seine Meinung haben, seine Meinung äußern, warum nicht? Deswegen leben wir auch in einem freien Meinungsstaat, wenn ich das mal so sagen darf. Und es gibt natürlich Menschen, klar, dem du deine Meinung äußern kannst, dem die nicht schmeckt. Ja, das ist richtig. Man muss aber auch tatsächlich mit den Meinungen dann auch umgehen können. Und das können viele nicht. Ich bin manchmal teilweise auch so ein Kandidat, möchte ich nicht abstreiten, der so auf seine Meinung sein Recht pocht. Ich habe so einen Dickkopf. Das liegt nun mal daran, weil ich Stier bin. Stiere haben sowieso einen Dickkopf. Also vom Sternzeichen her. Und, aber nichtsdestotrotz versuche ich natürlich immer wieder auch die andere Seite zu verstehen, warum dann argumentiert wird so und gesagt wird, warum man da dieses Statement zu hat und tralala. Und was natürlich auch nicht immer einfach ist, ne? Was natürlich auch nicht immer einfach ist, weil du natürlich auch deinen Standpunkt vertreten möchtest, aber auf einer gehobenen Art und Weise sich zu artikulieren und zu diskutieren, ist schwierig geworden heutzutage in der Welt. Mann, jetzt bin ich wieder so philosophisch. Wollte ich gar nicht. Ah, die Philosophie. Und was das Problem immer bei YouTube-Videos und bei Twitch ist immer, ihr seht immer nur die eine Seite. Also jetzt hier, haha, ich bin gut drauf und happy und Twitch und ja. Und ist natürlich nicht immer so. Ist ja totaler Quatsch, ich bin nicht immer gut drauf. Ich habe auch meine Probleme im Leben, wie jeder andere auch. Und ich hoffe, dass da, ja, nicht, ich hoffe, ich habe nicht, ich hoffe, dass da einige Verständnis für haben. Müsst ihr? Du musst es haben, Verständnis, verstehst du? Nein, sondern, wer der Meinung ist, ich bin immer gut drauf oder so, der weiß, also dem ist auch nicht zu helfen. Also, deswegen zwischendurch ist jetzt auch in den letzten Tagen ein bisschen ausgefallen, weil mir es auch wieder nicht so gut ging, seelisch als auch ein bisschen körperlich und, das liegt aber auch daran, weil ich, ja, so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, so immer noch nicht ganz glücklich mit den Arbeitssachen bin, so arbeitstechnisch. Und, ja,
irgendwann willst du auch mal ankommen, weißt du, so auf Arbeit. Weißt du, so irgendwie willst du eine Firma finden, wo du sagst, ah, da gehe ich jeden Morgen gerne hin. So, weißt du, so. Aber so, weißt du, es ist dann, ja, schwierig. Schwierig umzusetzen. Mein, irgendwann wird es bei mir wahrscheinlich auch klappen. Ich bin froh, dass ich das andere Thema, das Thema Liebe, endlich jemanden gefunden habe an meiner Seite, wo ich mega glücklich bin und mega happy. Da habe ich auch viel, ja, Mist erlebt, sag ich mal so. Und endlich habe ich eine positive Seite für mich gefunden. Und ja, da bin ich doch mega happy drüber. So, jetzt ist es endlich soweit. Es ist endlich soweit, wir haben das Steuerrad. Ach nee, wir müssen das erst bauen, ne? Hä, wieso reise ich eigentlich hier hin? Ich bin voll doof. Ich bin so ein Dulli. Ah, ich bin so ein... Ich quatsch und quatsch und quatsch und reiß in die vollkommen falsche Richtung. Wir müssen das doch erstmal bauen und hier haben wir doch gar keine Ressourcen und... Oh nein, jetzt sag mir nicht, wir müssen mit dem Ding reisen hier demnächst. Da hängen schon meine Unterhosen. Was passiert denn mit unseren... Kommen wir wieder zurück? Ich habe so ein bisschen Angst, dass wir nicht mehr zurückkommen. Dass sie die Ressourcen umsonst in den Koffern gelagert haben. Aber egal. Tja, dann habe ich mich jetzt erstmal verfahren. Es tut mir leid, da geht's los. Seht ihr, wie schusselig ich bin? Auch ich bin schusselig zwischendurch. Das ist, ja, das ist menschlich. Genau wie die Ungeduld. Ich bin auch teilweise immer so ungeduldig. Denn, ja, Geduld ist eine Tugend. Naja, wie dem auch sei. Trotz alledem macht mir das Riesenspaß hier. Und klar, wenn es möglich wäre, natürlich würde ich das natürlich auch machen. Seinen Beruf zum Hobby. Seinen Beruf zum Hobby. Ja. Das ist ja typisch eine Aussage von mir. Das ist genau wie zwei Tage. Das sind 48 Stunden plus zwei. Das ist wieder typisch. Typisch wäre ich, weiß. So richtig, richtige Dulli-Aussage. Nein. Natürlich würde ich das auch in Erwägung ziehen, wenn das möglich werden würde, dass ich vielleicht mein Hobby zum Beruf, so rum ist es richtig, machen könnte, wollen würde, dann würde ich das natürlich machen. Das würde jeder andere auch machen, wenn er die Möglichkeit hätte. Ne? Es ist natürlich nicht einfach, das ist klar. Das steht außer Frage, denn mit diesem Schritt kommen ganz viele neue Dinge auf dich zu, die du machen musst, denn... Du hast ja einen ganz anderen Lebensrhythmus dann, wenn ich das mal so beschreiben darf. Du musst ja alles selbst organisieren. Du musst dich um viele Dinge selber kümmern, wo vielleicht, keine Ahnung, der Arbeitgeber, wo du angestellt warst oder bist, sich kümmert und so. Ne? Klar, du hast natürlich auch mehr Freiheiten. Das klar. Aber es muss auch alles funktionieren und klappen. Und das, ja... Da ist, glaube ich, die größte Sorge so als Selbstständiger, ne? Wenn du selbstständig bist, so dieser Hintergedanke so, was passiert, wenn es nicht klappt? Aber mein Gedanke ist aber auch gleichzeitig so, wenn ich es nicht probiere oder wenn ich es nicht versuche, dann woher will ich denn wissen, ob es jemals geklappt hätte, weißt du? So, diesen Gedanken musst du eigentlich auch haben. Ne? Weil klar, du kannst natürlich auf die Schnauze fallen, aber dadurch sind wir ja auch Menschen, denn wenn du auf die Schnauze fällst, machst du es ja beim nächsten Mal anders oder besser, denn aus Fehlern lernen wir ja. Oder sollten wir. Es gibt natürlich Menschen, die lernen da niemals raus, das, ja, das gibt's auch. Den kann man auch nicht mehr helfen, aber durch Fehler, auch bei mir im Leben, durch Fehler lernt man halt, ne? Das ist ganz normal. Ich habe damals, ach schon ewig her, wenn ich das mal erzählen kann, vor Ewigkeiten mal einen Handyvertrag gehabt. Da war ich noch jung, das war... Boah, wie alt war ich da gewesen? 18, 19? Noch in der Ausbildung? Noch grün hinter den Ohren? Noch keine Ahnung vom Leben quasi? So gerade im Berufsleben angekommen? Handyvertrag, ja geil, mit Flatrate gab's damals ja noch nicht. Oder beziehungsweise gab's schon... Aber danach irgendwann wurde es teuer. So. Und da gab es auch noch kein WhatsApp und so. Und jetzt denken sich einige schon wieder, guck mal, die Opa erzählt schon wieder von früher. Ja, früher war alles anders. Nein, aber da gab es noch, wie gesagt, da gab es auch kein so Flatrate, kostenlos telefonieren in eigene Netze oder tralala. Oder beziehungsweise doch in eigene Netz war kostenlos.
Aber wenn du quasi ins fremde Netz quasi nein, hier wollte ich gar nicht hin, hallo? Wenn du ins fremde Netz telefoniert hast, oder halt, glaube ich, Festnetz, glaube ich, war das, da wurde es dann teuer. Und WhatsApp gab es ja auch nicht, es gab ja nur SMS. Ja, und dann war das halt so gewesen, ich hatte halt so einen Vertrag, der natürlich auch ein bisschen teurer war. Und wie der Flexi so ist, ne? Ich telefoniere mal mit Gott und die Welt und ich kann ja und tralala und ja. SMS und pipapo, ja. Und dann hatte ich, glaube ich, irgendwie eine Summe von... Boah, das war echt viel. War das 500, 600 Euro oder so damals? War das schon Euro? Ja, es war Euro. Oder was, D-Mark? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall waren es, glaube ich, um die 700 Euro oder so. Und dann habe ich mich mit denen geeinigt, dass ich das auf Raten abzahle. Die haben das Gott sei Dank gemacht. Denn, ja, Ausbildung, weißt du, ja. Und, tja, Eltern haben dann auch gesagt, selber schuld, du musst daraus lernen. Das musst du selbst jetzt handeln. Ja, und, aber das wollte ich eigentlich damit gesagt haben, denn aus solchen Fehlern lernst du natürlich, ne? Und das soll man dann halt auch mitnehmen, als Lebenserfahrung quasi. Und, wenn du das nicht machst, dann bist du eigentlich dumm. Dumm und blöd, denn diese Lebenserfahrung, die brauchst du aus Fehlern, denn ohne Fehler wird man niemals irgendwie richtig im Leben stehen. Denn wenn du nie Fehler gemacht hast, bin ich der Meinung, kannst du eigentlich nie richtig so das Leben, ja, genießen. Klingt doof, aber du weißt, du schätzt eigentlich Dinge viel, viel mehr, finde ich. Wenn du, du schätzt Dinge viel, viel mehr, wenn du Fehler gemacht hast. Weil du kannst darauf zurückblicken. Boah, jetzt werde ich schon wieder so philosophisch mit dieser philosophischen Musik im Hintergrund. So, merkst du, ich will ja so, weißt du. Du verstehst schon. Nein, aber dann schätzt du das viel, viel mehr wert, wenn du zurückblicken kannst und kannst sagen, ach, weißt du noch, eigentlich habe ich das überstanden, weißt du so? Ne? Ich hätte auch niemals erträumen lassen, dass ich den LKW-Führerschein schaffe. Ich habe eigentlich immer so zu mir gesagt, so, ich schaffe das gar nicht. So, Induktor brauchen wir. Den haben wir, glaube ich, den Induktor. Der ist hier drin, das weiß ich. Da ist er. So, was brauchen wir noch? Rezepte anpinnen würde ich mir noch wünschen, liebes Brief Edge Team. Das wäre noch Tönen. Viermal Titan, viermal Harz, zweimal Elektronik. Viermal Titan, zweimal Elektronik. Viermal Titan, 1, 2, 3, 4 und viermal Harz. 1, 2, 3, 4. Ehre, das Steuerrad. Nein, Ausrüstung. Das Steuerrad, Ehre. Geil. Seit Jahren versuchen Ingenieure, ein praktisches Raumschiff-Steuerungssystem zu entwickeln. Eine Art Joystick, seltsame Hebel mit Knöpfen und vieles mehr. Das einfachste, solide Steuerrad ist jedoch immer noch das Beste. Trotz aller Nachteile ist ein solches Steuerrad extrem zuverlässig und wartungsfreundlich. Okay, dann würde ich sagen, wir trinken nochmal was. Und dann geht's los. Lala. Wo war das? Hier, ne? Nee. Da, ein Schnitzel und zweimal Wasser. So, gut ausgerüstet und voll ausgerüstet. Warte mal, wir können mal vorsichtshalber würde ich nochmal einen Bohrer bauen und so. Musik ist doch arg laut, ne? Einen Bohrer nochmal bauen. Veredeltes Metall, Batterie und dickes Isolierband. Dickes Isolierband. Veredeltes Metall und Batterie. Haben wir veredeltes Metall noch irgendwo gehabt? Veredeltes Metall und Batterie. Ja, Batterie. Haben wir auch nicht mehr so viel. Können zwischendurch mal gucken. Vielleicht kommen wir demnächst wieder irgendwo in so eine Dings rein. In eine Basis, wo wir ein bisschen was sammeln können. So, wir haben immer noch zweimal Metall mit, ne? Komm. Egal. Was Farben haben wir?
packe ich das mal eben wieder da rein. Hier. Da haben wir dreimal veredeltes Metall. Was war mal? So! La la la! Jetzt geht's los, Freunde. Endlich! Auf zur Normandie! 4 Kilometer haben wir vor uns! Attacke! Reparieren wir die Normandie! So! Ich bin jetzt sehr gespannt, was jetzt passieren wird. Ich hoffe, ihr auch. Das kann ja eigentlich nur lustig werden. Denn bisher, was wir alles erlebt haben, war echt mega. Also ich habe echt gelegen, teilweise hier. Jetzt pass auf, jetzt bauen wir da das Lenkrad ein, Spielende. Ha! Aber glaube ich nicht. So. Schaffen wir das in einem Rutsch? Ich glaube nicht, ne, oder? Ohne Sauerstoff zu tanken? La la la. La la la. La la la. So. Gut. Komm, ich tanke nochmal lieber Sauerstoff, bevor wir... Waren wir hier schon? Oh, guck mal, was da... Oh, guck mal, was da liegt! Apparently he died in comfort and without fear. Maybe you can assemble such a bench as well. Was? Deine Angst in dem Weltraum? Oh yeah. Ins Weltall ohne Angst. Wie man aufhört, Angst vor dem Tod im All zu haben. Von Heinrich Fruchtmüller. Ist es möglich, ein erfülltes Leben zu führen, während man Angst hat, im Weltraum zu sterben? Der berühmte Abenteurer, Sucher und Psychologe Heinrich Fruchtmüller gibt eine sehr klare Antwort auf diese und viele weitere Fragen. Und was ist seine Antwort? Finden Sie es in diesem absoluten Bestseller heraus. Lesen Sie alle Bücher von Heinrich Fruchtmüller aus der Serie Ohne Angst. Wie man herausgeht, ohne Angst zu haben, dass einem ein Klavier auf dem Kopf fällt. Wie man eine Spinne mit seinen Pantoffeln tötet. Wie man Freunde auf der Straße nach dem Weg fragt. Wie man aufhört, Angst vor dem Tod im Weltraum zu haben. Wie man sich an einem dunklen, geschlossenen Ort beruhigt. Wie man aufhört, Angst vor dem Tod zu haben. 145 Tipps eines praktizierenden Psychologen, der noch nie im All war. Es ist ein tolles Buch, aber um ehrlich zu sein, es ist sinnlos. Es hat jedoch teures Papier und farbige Bilder. Ja, das ist doch super. Plastik nehme ich noch mit, nochmal zu trinken auch. Schön, dass wir nochmal einen Koffer gefunden haben für Lau. Das ist ja super. Ein Koffer für Lau. Na, guck an. Das, ja, haben wir nochmal einen Ersatzkoffer. Geil. Nochmal einen Ersatzlagerkoffer. Will das Schicksal tatsächlich, obwohl ein Schicksal eigentlich, glaube ich, ich glaube eher an Zufälle, aber möchte uns der Zufall heißen lassen, dass wir den Koffer jetzt gleich brauchen, weil wir mit der Normandie wegreisen? Ich weiß es nicht. Das wäre ja so geil, wenn wir jetzt mit dem Raumschiff fliegen könnten, ne? Ich glaube zwar nicht, dass es möglich ist, aber ich lass mich auch eines Besseren belehren. So. Ab zur Normandie. Okay. Gut. Dann düsen wir mal. Und ich düse im Sauseschritt. Und bring die Liebe mit. Das ist ein großer, ne? Ja. Dachte, ich könnte ihn mitnehmen. Und vor allen Dingen, was wird jetzt passieren, wenn wir die repariert haben? Wir sind ja immer noch auf der Suche quasi auch nach unserem Opa, ne? Meine ich, weil den wollten wir ja eigentlich beerdigen im Weltraum. Und dann ist ja alles vollkommen schief gelaufen und wir sind ja eigentlich, obwohl eigentlich haben wir überlebt. Das ist ja nur eine Erinnerung, die wir hier erleben. Weil wir sitzen ja bei diesen Typen da, die in den Särgen sind, auf dem Stuhl und werden ja befragt. Das heißt, alles, was wir hier erleben, ist ja schon passiert. Das ist ja quasi eine Erinnerung, die wir hier durchleben. Wir müssen ja quasi überlebt haben und sind irgendwo auf dem Shuttle. Wir werden wahrscheinlich am Ende irgendwo festgenommen.
und müssen dann unsere Geschichte erzählen. Pass mal auf, am Ende vom Spiel so wird alles zurückgesetzt und du fängst wieder von vorne an. So wie bei No Man's Sky damals, wenn du zum Mittelpunkt der Galaxie gereist bist. Ganz am Anfang, wie No Man's Sky damals rauskam, war ja, also Ziel des Spiels ist es ja, zum Mittelpunkt der Galaxie zu reisen. Und dann hatte ich mir das mal auf YouTube angeguckt gehabt, tatsächlich, weil ich mal neugierig war, weil das ja ewig dauert. Und da sind wir hingereist und dann war das so gewesen, es kam ein weißer Bildschirm, alles zurückgespult und du fängst wieder von vorne an. Also hat sich mega gelohnt quasi. Naja. Ach ja. So. Gleich sind wir schlauer. Gleich. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. So, meine Freunde. War nicht hier noch... Oh, warte mal. Haben wir noch einen Greifer gebaut? Nein, wir haben keinen Greifer gebaut. Nein, Alkali. Müssen wir uns merken. Habe ich total vergessen in den letzten Folgen. Ach so. Wisst ihr, was das Schöne ist? Soll ich euch was sagen? Wisst ihr, was ich sehr gut kann? Was ich wirklich sehr gut kann? Ich kann sehr gut Cliffhangers machen. Denn das hier... Ich weiß, es ist gemein. Das reparieren wir erst in der nächsten Folge. Und dann seid ihr wieder dabei bei einer weiteren Folge Brief Edge. Und da würde ich mich freuen, denn dann reparieren wir die Normandie. Also macht's gut. Tschüss.